Hallihallo Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind hier immer noch auf der Insel hier, auf dieser Himmelsinsel. Wir wollen nämlich in diesen Sturm rein und versuchen den Schneesturm für die Ornis zu beenden. Und das ist ganz schön viel Arbeit bisher, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie hoch wir jetzt hier kommen und wo es als nächstes hingeht. Ah, da hinten. Ne? Nehme ich jetzt einfach mal an, dass wir darüber sollen. Würde aber passen. Ja, geht auch gut auf. Ja, wir haben, wie ihr seht, immer noch Tulin im Schlepptau. Und, ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen mit ihm. Ich würde eigentlich schon gerne diese Sturmaufgabe heute abschließen. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt schon 20 Parts im, oder 21 Parts mit dem hier, im Let's Play drin. Und haben bisher eigentlich noch keine von den Hauptaufgaben erledigen können. Immer nur so kleine Nebenmissionen und sowas, aber diese Boote sind ziemlich schnell. Und wäre cool, wenn wir jetzt in der Hauptstory ein bisschen weiterkommen würden heute. So, ich denke jetzt mal, wir müssen hier hoch. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das bringt uns dann eine Stufe höher. Diese Segelschiffe fliegen hier ja quasi in zwei, also in, schon in Kreisen, aber halt eben nicht alle auf der gleichen Höhe. Wir sollen quasi jetzt von einer Höhe auf die nächste uns bewegen. Nehme ich jetzt einfach mal schwer an. Ja, am besten hier gegen die Schiffe fliegen und nicht versuchen sie einzuholen. Das scheint nicht so gut zu klappen. Nämlich tatsächlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Wird man ihn nicht geben, aber definitiv zügig unterwegs hier. Schaffen wir das? Vielleicht ganz knapp. Ich meine, wir können hier hochklettern, also es müsste eigentlich reichen. Okay, wieder festen Boden unter den Füßen. Beruhigend. Da ist schon wieder ein Schiff. Geht also genauso weiter, wie wir es bisher hatten. Aber wir sind jetzt hier wirklich quasi an der Spitze des Schneesturms. Aber es hat ja auch geheißen, wir können nur von oben in den Sturm reinkommen. Oh, und hier oben ist das Wetter doch gleich besser. Also, nochmal eins hoch. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber wir machen es trotzdem. Okay. Ja, jetzt kommen wir hier über die Sturmwände rüber. Und ins Auge des Sturms. Da ist wirklich einfach ein großes Schiff drin. Wow. Jetzt weiß ich ja nicht, sollten wir uns hier auf der Seite, auf diese Plattform noch begeben oder direkt aufs Schiff runtergehen? Ich glaube, wir machen hier mal einen kleinen Zwischenstopp. Oh, nee, machen wir nicht. Weil so weit raus kommen wir gar nicht. Okay, gut. Dann geht's direkt nach unten. Windtempel, die legendäre Himmelseiche. Okay. Hier wartet uns bestimmt ein Bosskampf, oder? Hier ist eine Klappe. Lass uns mal hier zuerst landen. Mal schauen, ob es hier irgendwie weitergeht oder was hier passiert. Oh. Aha. Dürfen wir gar nicht. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelseiche aus dem Kinderlied. Hm? Oh, Zelda. Was? Und weg ist sie. Was sehe ich? Das ist der Beweislink. Der Schneesturm, unter dem das Dorf so zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, war dort nicht vor ein paar Augenblicken noch eine Gestalt zu sehen? Ja, definitiv. Und das war Zelda.
Komisch, gerade hatte ich doch genau jemanden sehen, gesehen. Ich hätte schwören können. Windtempel, Eek. Okay. Okay, Teleporter-Punkt. Nice. Oh, die senken sich jetzt ab und greifen in die anderen Zahnräder rein. Ja, ja, aber das muss ich gleichzeitig öffnen. Aussichtslos, die will nicht aufgehen. Aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Hier? Da! Hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ja, das sind also... Ich weise dir den Weg. Dankeschön. Das sind also quasi die 9 Titanen. Okay. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Was immer auch das Dorf mit Stürmen piesackt, liegt unter dieser Luke. Und wenn diese Stimme recht hat, öffnet die Luke sich erst, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme. Wir sind schon so nah am Ziel. Komm, Link, wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Das sehe ich auch so. Ich würde nur gerne mal schauen, ob ich eigentlich vom... Von der Rüstung her... Nee, da haben wir schon das... Ach, okay. Nee. Bei uns geht bald der Kälteschutz aus. Wobei, den brauchen wir hier drin offenbar auch gar nicht. Gut, mehr Holzpfeile können wir gebrauchen. Also das erste Schloss scheint hier hinter dieser Tür zu liegen. Und wie kommen wir da jetzt hinein? Wie machen wir das auf? Da drin ist ein Gitter. Da geht's nach unten. Ach, warte mal, hier ist Feuer gefragt. Ich habe halt nicht mehr so wahnsinnig viel Feuerzeugs. Aber wir können ja hier eigentlich auch einfach ein Feuer entfachen, oder? Wo ist denn mein Holz? Ich habe Holz irgendwo. Ja, nach Typ. Ach, hier. Das in die Hand und einen Feuerstein. Wo ist er? Hier. Achso, ja, ich soll vielleicht was draufschlagen, was aus Metall ist und nicht aus Holz. So. Ach, eine Truhe ist hier. Eine Beta-Kriegerlanze. Die ist ziemlich gut. Den Kochlöffel können wir dafür wegschmeißen, würde ich sagen. Also, ich habe das Gefühl, dass hinter uns müssten wir von unten irgendwie erreichen. Okay. Achso, wir können ja uns eigentlich einfach was kochen hier, wenn der Kälteschutz ausgeht. Wir haben ja tragbare Pfannen quasi mit dabei. Vergesse ich immer wieder. Das ist so praktisch. Ah, da gehen wir gleich hoch. Ich will dieses Konstrukt noch loswerden. So. Starker Konstruktbogen, den können wir immer gebrauchen. Aber... Ich muss da zuerst einen anderen Bogen loswerden. Bogentasche hier. Auswählen, auf den Bogen. So. Gut, lass uns doch da dann in dem Fall mal hochgehen. Vielleicht kommen wir ja auch von oben irgendwie rein, wer weiß. Aber irgendwie muss es da reingehen.
Hier ist eine... Ist das ein Geschütz? Sieht mir ziemlich danach aus. Kann ich da hochklettern? Ja, kann ich. So, jetzt hier. Ich dachte, ich könnte da vielleicht reinkommen, aber nee. Gut, dann machen wir das vielleicht später und kümmern uns erstmal um die anderen Schlösser, die uns markiert wurden. Die sind ja irgendwo hier hinten auf jeden Fall. Hier oben ist eine sehr interessante Klappe. Oh, das ist Eis, auf kann ich nicht klettern, oder? Ja, doch, aber nur sehr schlecht. Gut, hat aber geklappt. Ja, das können wir aufmachen. Aber jetzt müssen wir noch kurz schauen, dass wir hier nicht von den Viechern hier erwischt werden. So. Kakudas, glaube ich, heißen die, oder? Gut. Das war ein bisschen knapp, aber hat geklappt. So. Hat er gleich beide Seiten auf. Denke nicht, dass das notwendig ist, aber machen das hier ordentlich. Oh, wow. Ein... Ups. Ein Labyrinth aus Lasern. Nee, ist nur eine Lampe. Ich dachte, das ist halt vielleicht ein Schalter. Sei vorsichtig! Ja, versuche ich ja. Aber es ist mit der Kamera hier gerade nicht so einfach. Gut. Sieh nur, Link. Aha. Ist das für eins der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Das ist ziemlich sicher ein Windrädchen. Kommst du mal her, Tulin? Ich mach das schon, Link. Muss das sicher so gemacht werden, oder? Ja. Cool. Okay, eines der Zahnrädchen dreht sich jetzt ebenfalls. Sehr gut. Damit kriegen wir eins der Schlösser auf. Lass uns schnell auch die anderen vier finden. Das ist die Idee, Tulin. Das ist die Idee. Da oben ist noch eine Truhe. Was haben wir denn hier? Alpha-Krieger-Breitschwert. Ja, wir haben ja genug von diesen Sonanium-Schwertern, also können wir eins wegschmeißen, würde ich sagen. Gut, wir sollten mal kurz was reinschmeißen, was Essbares. Nicht, dass wir hier noch unnötigerweise draufgehen. Ah, okay. Das war äußerst knapp. Aber gut. Wir haben es geschafft. Sind wieder draußen und ab zum nächsten Schloss. Das ist dann wohl da hinten, oder? Sehen wir die Karte aufrufen. Ja, irgendwo da. Müssen wir dafür wohl... Ach, das ist unter uns. Das ist hier drinnen wohl, hm? Ja, da ist eine Eisfläche, die wir kaputt machen können. Na toll, mein Schwert ist kaputt. Ach, Manno. Gut. Ein Hartholzast. Okay. Hüpf. Mhm. Hier ist definitiv... Ach so, ist das da, wo wir vorhin schon waren? Oder nein? Ah nein, das ist ein anderer Raum. Da hinten ist eine Truhe. Ich will jetzt mal sagen, wir müssen das hier... Kannst du sie nicht aus der... Was? Natürlich kann ich das hier aus der Tasche nehmen. Was laberst du? Jetzt bräuchten wir noch ein Feuersteinchen. Einmal hier. Dann schmilzt das hier ziemlich sicher ganz nett.
und langsam. lass uns doch gleich mal kurz noch ein paar wärmende Speisen kochen. Denn wir müssen nachher gleich wieder raus und da ist es ziemlich kühl, würde ich meinen. Also, wir machen hier einen Chili-Eintopf. Scharfes Chili-Fleisch, 10 Minuten Kälteschutz. Ich würde sagen, das ist gut. Nee, ich möchte nicht die Zeit verstreichen lassen. Kann ich das hier mit der Ultra-Hand bewegen? Ja. Okay, cool. Was haben wir hier Schönes? Ein Sonanium-Schild. Ja, besser als der Quatsch hier ist es auf jeden Fall. Aber das war nur ein Bonusraum, hä? Ja. Hier ist kein Schloss. Warte mal. Doch, da. Wie komme ich da hin? Wohl nicht von hier aus. Okay. Gehen wir nochmal hier hoch und schauen uns hier mal ein bisschen genauer um. Weil sieht jetzt aus, als würde man da von unten herankommen. Also müssen wir... Ah, hier scheint es doch weiter zu gehen, oder? Oh, und hier ist es definitiv zu kalt, um einfach so rumzulaufen. Okay. Hm. Ach so, da hinten ist noch was. Ich weiß halt auch nicht, ob wir auf diese Ruder von dem Schiff, ob wir da rauf können oder nicht, ob wir da runterfallen. Ah, warte mal, da hinten ist ein Eingang oder sowas in der Richtung. Zumindest sind da Lampen. Die soll uns auch sicher einen Hinweis geben. Achso, nee, das ist aber nur ein Aufgang. Hier hin. Ach, okay. Ah, warte mal, da ist was. Da ist nochmal so ein Hebel. Und hier sind wieder Kakudas. Die sind echt lästig. Ein bisschen wie große Flederbeißer. Können nicht viel, aber nerven. Die Zubats der Zelda-Welt. Gut, hier scheint es definitiv reinzugehen. Hier ist ein Konstrukt. Da hinten ist auch wieder nur eine Truhe. So, komm, steh auf. So. Du hast da eine Feuerlanze, hm? Gibt's denn was, was wir loswerden können von unseren Waffen? Ja, warum haben wir schon wieder eine Fackel dabei? Das braucht kein Mensch. Ist so eine Flammenlanze doch viel besser. Ein Opal. Okay. Nix. Na gut. Wir könnten hier eigentlich auch mal einfach die Decke hochgehen. Mal schauen, ob wir von oben hier irgendwie weiterkommen. Weil in der Mitte ist nur dieses riesengroße Tor und da scheint es auch nicht wirklich reinzugehen. Aber hier ist was. Noch eine Truhe. Das ist das Schiff der Truhen hier. 10 Holzpfeile. Okay, cool. Nice, nice. Ich habe auch das Gefühl, die Schiffe hier müssten ja theoretisch auch irgendeine Aufgabe haben. Das ist halt eben auch echt eigenartig mit diesen Kanonen hier. Hm. Kann man da denn wirklich nicht rein?
Braucht ihr vielleicht doch nicht Tulin? Nee, geht ohne, danke. Ach so, die wollen auf uns schießen, das sind tatsächlich Kanonen. Ja gut, aber das können wir doch eigentlich sicher mit der Zeitumkehr lösen, oder? Warte mal, da oben waren wir ja schon. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier hinstellen und die Kanone auf uns schießen lassen. Und die dann einfach zurückschicken. Macht das dann das Ding da auf? Wir können da rein, oder? Wie ist das? Nein, aber es deaktiviert die Kanone auf jeden Fall. Und ah, warte mal, da scheint es reinzugehen. Okay, okay. Dann nehmen wir uns jetzt dieses Schiff da unten. Und begeben uns nach da vorne. Da ist nämlich irgendeine Eingangstür oder sowas in die Richtung. Ja, hier geht's rein. Oh. Hier sind gleich schon mal ein paar Konstrukte. Nein, das lässt du schön bleiben. Was auch immer du davor hast mit deinem Feuerbogen, das machst du nicht. So. Ja, der hat ein paar Feuerfrüchte dabei, die miese Ratte. Hier haben wir noch weitere Pfeile. Oh, was ist hier denn? Scheint es runter zu gehen. Das schauen wir uns gleich an. Ich will noch hier durch diese Laser durch, weil da ist auch scheinbar eine Truhe. Kann ich die ausschalten? Nein. Oder kann ich die Truhe zu mir holen? Nein. Okay, dann schauen wir mal kurz, was in diesen Eisblöcken drin ist. Vielleicht ist da was, was mir hilft. Wer weiß. Denn irgendwie müssen wir diese Laser eigentlich ausschalten können. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Geh weg. Zeitbombe, Reisekochtöpfe. Okay. Ach, das soll einfach nur verhindern, dass wir hier quasi... Naja. Dass wir hier klettern, aber ging ja gut mit Tulin. Okay, Kisten kriegt man so definitiv nicht auf. Dann halt auf die altmodische Art. Und hier können wir definitiv einen Schalter aktivieren. Was macht dieses Tor auf? Warum das denn? Diesen Rhodoniten lässt du schön liegen. Den brauchst du gar nicht. Ach, ich nehme jetzt mal einfach an, du wolltest damit deine Waffe verbessern. Aber das machen wir heute nicht. Das ist... Nee. Das ist keine gute Idee. Oh, hier oben geht's weiter. Okay. Das ist schon echt verwinkelt, die ganze Sache hier. Aber cool. Gefällt mir super gut. Hier so mehr Pfeile, nehme ich an. Ja. Ganz schön viele sogar. Wow. Steht uns ein Pfeilkampf bevor? Wahrscheinlich. So wie wir die hier nachgeschmissen bekommen. Eieiei, also hier ist echt einiges los. Extrem viele verschiedene Gänge und was ist das hier? Okay, dafür ist es schon mal nicht da. Kann ich da die Ultrahand benutzen? Ja. Ach, das ist ein Zahnrad. Hm.
Ich glaube, wir sollen da irgendwas daran befestigen. Zum Beispiel, ach, ja, ja, ja. Wir befestigen das hier dran und dann können wir das quasi wie ein Windrad benutzen. Ja, ja, genau. Da vorne haben wir doch noch so eins, oder? Ja. Oh, da drunter ist auch eine Truhe. Ha! Ja, gut. Das kommt dann hier hin. Das ist ein bisschen schräg. Müssen wir ein bisschen gerader machen. So. So. Ich weiß nicht, ob wir alle vier wirklich ranmachen müssen. Wir machen es jetzt einfach mal. Einfach so der Vollständigkeit halber. Also, das kommt dann so hier hin. Dann nehmen wir gleich noch die Truhe damit. Truhe geht nicht auf. Oh, ist eine starke Truhe. Gut, also. Dann das letzte Teilchen hier hin. Und ich hätte jetzt gesagt, danach sollten wir mit Tulin und seinem Windstoß hier rangehen. Wen kommst du mal? Ich mach das schon, Link. Ja, das scheint was zu bewirken. Ah, das macht hier dieses Ding auf. Ah, ja, ja, verstehe. Aber nur solange es sich dreht. Von daher war es, glaube ich, doch ganz gut, dass wir hier alle angemacht haben. Wo kann ich jetzt hier vielleicht sogar einfach die Zeit umkehren und das Ding bewegt sich dann. Ja, aber in die falsche Richtung, das bringt nichts. Ja, Tulin! Okay. So geht das. Oh, hier ist noch so ein blöder Konstrukt-Heini. So, weg ist der blöde Konstrukt-Heini. Ach, und jetzt sind wir hier. Ist ja nice. Du, dann kommst du? Lass mich nur machen. Okay, Schloss Nummer 2. Fehlen noch 3. Noch 3 Stück. Das schaffen. Ich denke auch, dass wir das schaffen, Tulin. Als nächstes gehen wir mal nach da vorne. Es ist halt wirklich weitläufig hier, das Ganze. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir auch hier wieder quasi von der Seite kommen müssen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Waren wir. War das jetzt hier vorhin? Nein. Hier waren wir noch nicht. Wir waren auf der anderen Seite. So. Schauen wir doch mal, was hier so los ist. Okay, hier ist eine Truhe. Kommen wir da vielleicht mit unserer Hand hin? Ja. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Hm. Also man soll die definitiv irgendwie da rausholen. Die Frage ist jetzt halt, wie? Ach, oder warte mal.
Der hat auf die Zeitumkehr reagiert, oder? Ja, macht aber nichts. Wie komm ich denn da hin? Weil es ist viel zu weit weg, um... Ach, warte mal, komm ich da hoch? Ja. Kann ich hier oben was machen? Nicht, aber vielleicht müssen wir da einfach wirklich runterfliegen und dann kommen wir da so rein. Ja, das war jetzt schlecht getimed, aber könnte, glaube ich, gehen. Also uns da quasi mit dem Parasegel rein mogeln. So. Nee. Ich bin maximal verwirrt. Wie geht das denn? Okay, wir merken uns das. Wir gehen mal weiter für den Moment. Hier brauchen wir definitiv die Zeitumkehr. Und uns das hier auf die andere Seite bringt. Okay. Hier dann die Hand, um das hier zu bewegen. Wow. Aufgeben hatte ich nicht vor. Danke, Tulin. Sehr gut. Also er ist echt hilfreich hier, muss man sagen. So. Hilft uns hier ganz schön weiter. Also. Das hier. So, hier rüber. Und damit geht das Tor auf. Warum denn eigentlich diese Tore? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Weil die bringen mich ja hier absolut nicht weiter hier, oder? Da fehlt ein Stück. Hier müsste es irgendwas geben, was wir da reinlegen können, das uns das Ganze hier verbindet. Frage ist halt was. Ist halt auch speziell, dass ich die hier quasi greifen lassen. Könnten wir hier denn nehmen? Kann ja kaum so ein Eiszapfen sein, oder? Oder doch? Ich meine, er ist lang und relativ schmal. Der wird also wahrscheinlich hier schon reinpassen. Ja, aber... Wobei doch, wenn wir ihn hier anmachen. Ja. Ach, okay. Das war jetzt Zufall. Nice. Ich mach das schon, Link. Na dann mach mal auf hier. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich an die Truhe da rankomme. Zwei bleiben noch, genau. Da oben leuchtet irgendwas. Immer verdächtig, wenn da was leuchtet. Kann ich wissen, dass es nur eine Lampe ist, aber trotzdem, ich will mir das anschauen. Kann ich nicht. Schade. Ja gut, aber dann wird da auch nichts sein.
die Frage, wie kriege ich den... Hier sind auch Eiszapfen. Hast du mit denen was zu tun? Kann ich den Eiszapfen vielleicht da durchbewegen und damit die Kiste holen? Wird das gehen? Das scheint mir ein bisschen umständlich, oder? Aber ja, natürlich, der passt natürlich da durch. Das geht nicht. Aber wenn ich mehrere zusammensetze, die damit quasi verlängere, kriege ich damit vielleicht genug Länge hin, um... die Kiste damit zu holen? Versuchen wir es mal. Okay. Also, nach vorne. Ja, aber die bewegt sich nicht. Ach so, doch, ich kann sie ja... Ach, ich kann sie ja festmachen. Und an den komme ich jetzt heran. Ja, nice. Haha. Das ist ja cool. Okay, das Rätsel gefällt mir. Das war super nice. Was ist hier drin? Ein Saphir. Okay. Also, uns fehlen noch zwei Schlösser. Die würde ich eigentlich ganz gerne jetzt in dem Part noch machen. Machen wir heute halt wieder ein bisschen einen längeren Part, aber ist ja nicht so schlimm. Für den nächsten Part nämlich, denn ich vermute mal, dass es einen Bossgegner gibt hier. Können wir den dann im nächsten Mal machen. Aber wir müssen nach da hinten als nächstes. Wir müssen noch was essen, weil unsere Kälteempfindlichkeit ist schon wieder weg. Das nächste ist da hinten. Beziehungsweise hier drin. Ah, und da geht's auch rein. Zumindest theoretisch ist zu. Ah, aber ist das das, wo wir von oben schon rein waren? Ah, okay, okay. Aber gut, dann schauen wir jetzt mal, ob wir da weiterkommen. Weil wir haben ja da einen Bereich noch ausgelassen, den wir noch nicht angeschaut haben. Könnte ja sein, dass es da weitergeht. Also, nee, waren wir hier schon? Doch, hier waren wir. Ach, das ist die Seite. Nee, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Wir waren auf der anderen Seite. Da hatten wir die Möglichkeit, was zu tun. Aber nicht hier, glaube ich. Also hier ist nur die... Oder, ach, warte mal. Schaffen wir das von hier aus? Wahrscheinlich nicht, oder? Das war weird. Ich bin bereit! Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber versuchen es mal. Nee, wir sind definitiv zu weit weg. Und da gibt es ja auch eine Tür. Spannende Sache. Lass uns mal hier einfach wieder hochgehen. Und dann mal von außen schauen, wie wir da reinkommen können. Hier rein müssen wir. Hat es mit diesen Augen was zu tun? Nein. Ah, genau, hier war dieses Laserlabyrinth.
Lass das. Nervtötendes kleines Mistvieh. Ach, warte mal, hier ist noch so ein Eisklotz. Vielleicht hilft uns der ja weiter. Nee, hier ist nur ein Pfeil und ein paar Pfeile und ein Bogen. Aha, warte mal. Oh, ich Trottel. Ich sehe, was wir machen müssen. Wir brauchen wieder einen von diesen Eiszapfen. Weil hier ist der Griff abgebrochen. Das können wir doch jetzt garantiert zusammensetzen. So hier. Ja. Dann lässt sich das hier öffnen. Eigentlich super simpel. Eigentlich super simpel. Tulin, ich brauch dich mal. So. Ich mach das schon längst. Fehlt noch einer. Jetzt ist nur noch eins übrig. Ja, und das werden wir auch noch hinkriegen. Das ist nämlich da hinten. Es ist die Frage, wo wir da genau hin müssen. Ich frage mich halt auch, ob wir hier später mal nochmal zurückkommen dürfen, um uns genauer umzuschauen, ob wir wirklich alles hier direkt auf das erste Mal machen müssen. Kann mich das Ding hier anvisieren? Ja, nee, wir müssen höher sein, aber es scheint doch feuern zu wollen. Gut, wenn wir das jetzt hier zurückschicken, kommen wir da vielleicht rein. Oh ja, da ist offenbar was aufgegangen. Nee, ist nur der Sockel. Okay. Und uns wird schon wieder kalt. Gut. Also wenn es da nicht reingeht, dann hier vielleicht hier auf der Seite wieder von unten. Ja, aber hier sind halt auch wieder Boote. Mhm. Schaut mal, hier sind auch wieder so abgefallene Teilchen. Die brauchen wir dann bestimmt. Aha, warte mal. Ja, hier waren wir ja schon. Aber wie gesagt, hier haben wir was ausgelassen. Von daher, lass uns dann nochmal kurz reinschauen. Zum einen haben wir hier die Laser nicht gemacht. Und zum anderen ist hier hinten eine Wand und da geht es nachher runter. Ich glaube, wir müssen hier dann weiter. Aber ich will jetzt diese Truhe haben. Ich habe so eine Idee. Die Truhe ist nämlich nicht benutzbar. Aber wenn ich jetzt hier doch einen Tannzapfen hinlege und ein Holzbündel und das dann in die Luft jage mit einer Feuerfrucht, kann ich hier doch einfach drüber fliegen. Ja. Rhodonit. Okay. Ja, und zurück kommen wir jetzt über diesen Übergang hier. Diesen. Was, wie nennt man das Ding? Oh. Ah, diese Verzierung hier auf jeden Fall. Wenn ihr wisst, wie das Teil wirklich genannt wird, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen. Mir fehlt da gerade das Wort für. Gut, also. Hier mal kurz aufmachen, da sind hier Pfeile drin. Ja. Ja, jetzt geht's hier unten aber nicht weiter. Aha. Aber da auf der Seite wird es reingehen. Soll uns das einfach nur einen Hinweis geben, dass wir da auf die Seite weiter runter sollen? Kann natürlich sein.
machen wir das doch mal. Aber warte mal, das wäre dann hier, oder? Ja. Okay, das ist gut versteckt. Muss man sagen. Würdest du die Freundlichkeit besitzen, dich auszuschalten? Dankeschön. Ups. Ja, das sind die Materialien dann wohl weg. Schade. Letztes Schloss. Damit laufen hier alle Zahnräder. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Sehr nice. Also, dann würde ich sagen, wir stürzen uns hier mal wieder nach oben. Ich glaube, wir können uns sogar teleportieren, oder? Ja, ja. Und schauen uns im nächsten Part an, was denn hier diesen Schneesturm verursacht. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Ich freue mich drauf. Seid wieder dabei, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.